Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again, meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. Und Leute, hab ich heute viel zu erzählen. Es gibt nämlich heute eine Menge zu erzählen in diesem Teil. Das kann ich euch schon mal verraten. Als allererstes seht ihr die erste Veränderung, die es hier gibt. Ich habe mal ein bisschen gefarmt in Heides Flammenturm und habe mir fast das ganze Heideritter-Set hier geholt. Ihr seht es hier, bis auf die Handschuhe habe ich das komplette Set farmen können und werde es auch noch weiter farmen. Außerdem haben wir beim letzten Mal hier dieses Drachenparma gekriegt oder dieses Drachenschild, Zwillingsdrachenschild oder so heißt das. Ja, ist interessant, sind zwei Drachen drauf, einer schwarz, einer weiß, Licht und Dunkelheit, hell und dunkel, Flamme und Finsternis, na, schöner Kontrast, na, auch dieses Yin und Yang Prinzip, was da ja drin eingebaut wird, ist hier dabei. Außerdem, liebe Freunde, können wir uns das mal kurz durchlesen, das liebe Schild, was wir da haben. Ja, das ist hier, unser Wächterdrachen Parma heißt es. Ein Schild verziert mit ineinander verschlungenen Drachen. Der Gegensatz aus Schwarz und Weiß verbildlicht Ebbe und Flut des Schicksals aller Lebenden sowie die schlangenhaften Drachen, die über den Zeitenlauf wachen. Dem Träger dieses Schilds wird auch nach dem Kampf großes Glück zuteil. Genau, denn ich habe dieses Schild zum Farmen benutzt, da ist das Itemfind ein bisschen erhöht. Nicht so viel wie jetzt der Ring oder das Zeichen der Gier von den Mimics, aber doch ganz schön okay, sage ich jetzt mal. Denn, liebe Freunde, ich musste nicht lange farmen nach diesem Set und selbst dann habe ich die Handschuhe noch nicht bekommen von den Sachen. Dafür aber das Heideritter-Schwert und was ich jetzt hier auch gerade habe, plus 3, das hat ja einen Blitzschaden mit dabei. Und die Heideritter-Lanze, wo ist sie? Ich glaube, den Heide-Speer heißt er. Genau, die sind haben genau dieselbe Beschreibung wie alle anderen Heidesachen. Außerdem habe ich noch den Hammer des alten Ritters, also und ein bisschen, und ich glaube das Schild des alten Ritters, genau, habe ich auch gesammelt im Heides Flammenturm. Aber das war es dann auch schon, liebe Freunde. Aber ich habe natürlich dabei ein paar Seelen bekommen und irgendwann, liebe Freunde, sind ja die Gegner logischerweise, weil es hier in Dark Souls 2 der Fall ist, despawned. Also sprich, sie sind nicht mehr in der Welt anzutreffen. Das kann man aber beheben, liebe Freunde. Und das kann man tun, indem man in einen bestimmten Covenant eintritt, nämlich den Champions Covenant. Ja, da hinten ist der Stein der Champions. Da kriegt man da seht ihr auch da oben an meinem Symbol. Ja, ich bin jetzt im Champions Covenant. Der macht das Spiel schwerer. Also er macht ein New Game Plus, habe ich ja schon mal gesagt. Mit der großen Ausnahme, dass die Gegner nicht New Game Plus Seelen droppen. Also sprich, man kriegt jetzt nicht plötzlich die New Game Plus Anzahl an Seelen. Sie vertragen mehr, sie teilen mehr aus, die Gegner, aber sie geben einem nicht mehr Seelen. Das Gute an der ganzen Sache ist aber, dass damit das Despawning Feature aufgehoben wird. Das bedeutet, die Gegner spawnen wieder endlos, aber das nur, wenn man im Champions Covenant ist, also Vorreiter. Wie heißt es denn? Hier, Ahnentafel. Das Vorkämpfer. Eid der Vorkämpfer, sozusagen. Hier, Online-Spielobjekt zeigt den Namen der größten Sieger des Gesellschaft des Vorkämpfer-Eides an. Diese aus dem Siegerstein gefertigte Tafel enthält die Namen jener tapferen Krieger, die die meisten Ehrsteine dargeboten haben und ehrt ihre Leben wie ein Epitaph. Ja, ein Epitaph ist so eine Art, ja, Legende, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und das, finde ich, spielt wieder in die Mechanik rein, in die Symbolik und die Thematik von Dark Souls 2 rein, dass man sich es selbst schwerer machen muss, damit man an bestimmte Sets, wenn man an bestimmte Sets kommen will, die man eben nicht bekommt, weil man nicht genug Itemfeind hat und die Gegner irgendwann despawned sind. Das Despawning-System finde ich ja, wie gesagt, habe ich schon lange erwähnt, nicht verkehrt. Ja, das ist ein tolles System, weil man die Welt dadurch ein bisschen dem Leben beraubt. Man hat immer nicht das Gefühl, okay, hier sind endlos, sind auch die Gegner da, sondern man macht die Welt ein bisschen leerer, indem man dauernd die Gegner tötet. Was ich sehr gut finde, denn irgendwann hört jeder Zyklus zumindest bei den Wesen auf, weil sie dann irgendwann komplett zur Hülle werden und gar keinen Bock mehr auf die ganze Sache haben. Deshalb gibt es ja auch Tote in Dark Souls Spielen. Also es ist ja nicht so, dass alle immer wieder geboren werden, sondern viele Wesen sterben auch einfach und warum denn auch nicht dann die Gegner? Die Tatsache, dass man aber sich selbst schwerer machen muss, um etwas zu bekommen, was man möchte, in dem Fall ein Set, ja, in meinem Fall hier, das finde ich, das spielt sehr gut in die Thematik rein, denn es geht ja um den Fluch
und den Fluch des Lebens. Und der Fluch des Lebens ist in Dark Souls 2 gleichzeitig der Fluch des Verlangens. Ja, wir wollen immer mehr im Leben und dadurch müssen wir auch immer versuchen, mehr zu erreichen. Und wenn wir mehr wollen, dann müssen wir manchmal auch härter dafür arbeiten. Und das finde ich eine sehr schöne Thematik. Außerdem habe ich natürlich während der Farming Runs ein bisschen Seelen eingesammelt und die werden wir jetzt ausgeben beim guten Morlin. Beim guten Morlin werden wir die ausgeben und damit seine Quest bis zum Schluss vorantreiben. Also er hat ja zwei, sag ich mal, Progressionspunkte, also sprich, die schreitet zweimal voran, die Quest. Einmal, wie gesagt, ist er am Anfang ja dieser ganz unsichere Typ, jetzt ist er schon etwas selbstbewusster und wenn wir insgesamt 15.000 Seelen bei ihm ausgeben, dann geht's eine Stufe weiter. Und dann ist er in der finalen Phase. Und wie er sich dann verhält, das werden wir dann sehen, wenn wir wieder in Majula sind. Nachdem wir, denke ich mal, in diesem Teil uns nämlich mit dem alten, mit dem letzten Boss in Heides Flammenturm angelegt haben. Aber mal gucken, wie uns das gelingt. Als allererstes, Morlin. I'm glad to see you safe. Take a look at my wares. So, wir werden mal alles das kaufen. Ich glaube, die hatte ich schon gekauft. Nee, das hatte ich noch nicht gekauft. Ich werde jetzt mal versuchen, alles ungefähr von ihm zu kaufen, was ich so kaufen kann. Zum Beispiel hier dieses ganz normale Krieger-Outfit. Ich weiß gar nicht, am Ende habe ich noch ein paar feste Lederstiefel. Nein, nicht 10. Reicht das dafür? Reicht nicht ganz. Na gut, dann werden wir mal das Königssoldaten-Set kaufen. Das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe nur das vom Höhlenkönigssoldaten. Dafür müsste es, glaube ich, reichen. Glaube ich zumindest. Und dann hole ich mir das Elite-Ritter-Set irgendwann später. Vielleicht ja auch mit den Seelen, die wir vom Boss bekommen. Aber rein theoretisch sollte das, weil das habe ich alles schon geholt. Genau, die Infanterierüstung habe ich, glaube ich, schon geholt. Glaube ich zumindest. Ich muss da nochmal gucken. Habe ich die? Nee, die habe ich noch nicht. Gut, alles klar. Die habe ich schon. Gut, das heißt, als nächstes können wir uns dann noch diese Rüstung dann hier holen, zusammen mit der Elite-Ritter-Rüstung. Mal gucken, ob die Seelen, die wir jetzt von dem Boss kriegen, dafür schon reichen. Genau. Aber wenn ich richtig gezählt habe, müssten das jetzt über 15.000 Seelen sein, die wir ausgegeben haben. Zumal wir ihm ja schon mal 1.000 Seelen gegeben haben. So, bevor wir das aber tun, mache ich mir das Areal natürlich nicht unnötig schwerer. Ja, denn ich habe es schon von Gegnern gecleared, Heides Flammenturm. Aber dazu muss ich natürlich wieder aus dem Covenant der Champions raus, beziehungsweise Vorkämpfer. Und dabei hilft mir die gute Shaqua, die hier so ganz lustig an... Wirklich, die sieht wirklich... Sieht, als ob sie wirklich da sitzt, hier. So, die Beinchen so schön ausgestreckt. Sie sitzt wirklich auf dem Stuhl hier. Oh. Who are you again? No, I'm not serious. You do have a rather pleasant scent. A type I'm quite fond of. Na, das freut uns doch, dass wir einen schönen Geruch für sie haben, für die schönen Shaqua. Denn hier können wir, wie gesagt, unsere Eide erstmal gucken. Wir sind Blauer Pfad, da sind wir Rang 1, weil wir ein Zeichen der Treue hatten, ein Abzeichen der Treue hatten. Deshalb sind wir da Rang 1. Beim Gesellschaft der Vorkämpfer, so wie es ja original heißt, hier wäre genug Platz, um das auszuschreiben. Ich weiß nicht, warum man es hier abgekürzt hat, kann ich euch nicht sagen. Der Eid der Vorkämpfer, da haben wir, weil wir noch keine Ehrensteine gesammelt haben, die kriegen wir nur, wenn wir im Eid der Vorkämpfer, in der Gesellschaft der Vorkämpfer, rote Phantome töten. Dann kriegen wir von denen einen Ehrenstein, solange wir uns in dem Eid befinden. Aber wir können die Eide auch wieder rufen, aber jederzeit wieder in den Eid eintreten. Ich fand, das ist ja ein erster richtiger Schritt gewesen. Ja, ist okay. Shaqua. Das ist ja der erste richtige Schritt in die Richtung gewesen, weil was man dann eingeschlagen hat, dann auch später in Dark Souls 3, wo man dann die Eide on the fly, also währenddessen wechseln konnte, ganz flexibel. Und hier hat man dieses System als erstes eingebaut. Denn bei Dark Souls 1 war es ein bisschen schwieriger, ja, die Eide immer wieder zu wechseln. Man musste immer wieder zu den Leuten hin. Da gab es jetzt nicht so einen, der auch einem so einen Überblick über die Eide verschafft hat. Also das war noch ein bisschen rau da in Dark Souls 1. Und hier in Dark Souls 2 hat man das dann wesentlich komfortabler gestaltet. So, und jetzt, wenn ich jetzt rein theoretisch zu Heides Flammenturm zurückkehre, müssten rein theoretisch alle Gegner wieder weg sein. Also wenn ich jetzt dann gucke, müssten sie eigentlich alle wieder weg sein. Denn ich habe sie, wie gesagt, so häufig getötet im Nicht-Vorkämpfer-Eid sozusagen, dass jetzt eigentlich alle wieder... Genau, hier. Jetzt können wir da drüben einfach gucken. Gut, da steht keiner, das heißt, sie sind alle wieder weg. Und ich habe trotzdem...
trotz meines tollen Schildes, was ich hier bekommen habe, na? Übrigens wieder, na, die Schlangen sind wieder hier, die Urschlangen oder die Drachen, na, wie war's? Genau, hier, die schlangenhaften Drachen. Und die schlangenhaften Drachen könnte ja auch ein Hinweis sein auf die Urschlangen, wie Framd und Kaf. Und die waren, die Schlangen sind ja das Zeichen, oder das ist ein unfertiger Drache und damit das Zeichen der Untoten. Und da passt das natürlich relativ gut, dass dieses Schild dann auch unseren Glückswert erhöht, sozusagen unser Itemfeind. Denn Glück ist ja, wie gesagt, eine Eigenschaft, die man mit den Menschen verbindet. Achso, ich habe mich ja extra hierhin gebeamt, weil ich mal gucken wollte. Als allererstes muss ich mich erstmal wieder menschlich machen. Ich bin ein paar Mal während meiner Farming Runs gestorben, weil, wie gesagt, die Gegner ja doch ein bisschen doller zuhauen dann dabei. Ich will mal gucken, wie sich der gute herrenlose Glencour, der hier, so, der Kollege, der übrigens auch ein Heideritter-Set trägt, außer den Helm. Der Helm ist ein Höhlensoldatenhelm und er hat einen Kleriker-Parma und einen fetten Zweihänder. Das Kleriker-Parma ist ja interessant, denn damit kann man Magie abwehren. Also zu zurückschleudern, glaube ich. Und das ist natürlich wieder ganz interessant. Das greift diese ganze Thematik auf, dass Magier, also Magie und Wunder, dass die sich irgendwie spinnefeind sind. Also dass ein Magier und ein Kleriker, die mögen sich nicht. Das war ja schon in Demon's Souls der Fall. Und das haben sie hier auch dann auch wieder mit dem Alter aufgegriffen. So, wir gucken mal nämlich, dass, ob sich der herrenlose Glencour gegen diesen Boss hier schlägt. Weil eigentlich ist er natürlich gedacht, um diesen Boss hier zu bekämpfen. Ja, aber das ist jetzt, wir werden jetzt damit zu dem anderen Boss gehen. Der, über den dann nach dem Bosskampf lange zu reden sein wird, liebe Freunde. Ich glaube, das wird die restliche Episode, ja, die heutige, wird, also außer natürlich, ich sterbe bei dem Boss, na, das kann natürlich auch passieren, wird wahrscheinlich mit der Erklärung oder mit einer Diskussion über. Liebe Freunde, wartet mal ganz kurz. Ich habe gerade oben was entdeckt. Warte mal. Oh, Glencour, geh mal aus dem Weg. Was? Ist das einfach nur eine. Ist das eine Säule oder steht da jemand? Ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex, liebe Freunde. Wartet mal kurz. Ist das eine Säule oder steht da jemand? Ach, das ist ein Fenster von hinten. Ich habe gedacht, hier da in dem mittleren, da steht so einer und beobachtet mich, habe ich gedacht. Nein, liebe Freunde, da ist keiner, der mich beobachtet. Das ist nur ein weiteres Fenster. So. Glencour, du bist immer noch da. Interessant ist ja, wie gesagt, dass der einen Heideritter-Set trägt, aber diesen Königssoldatenhelm. Meine Vermutung ist, wie schon das herrenlos vermuten lässt, wie so ein Ronin, ja, bei den Samurai früher, oder also in den asiatischen Sachen wieder. Ein Ronin ist ja ein Samurai ohne Herr, also ohne Meister, ohne Vorgesetzten. Und ich glaube, der herrenlose Glencour war mal ein Heideritter. Aber da er dann keinen Herren hatte, hat er sich dann entschieden, also da ja Heide untergegangen ist, das Königreich, wie man ja hier unschwer erkennen kann, dem ging es ja schon mal besser, dem Königreich, hat er sich wahrscheinlich dazu entschlossen, nö, ich habe jetzt keinen Herren mehr, also muss ich auch niemandem mehr hörig sein, also kann ich auch auf meine eigenen Abenteuer gehen. Oder ich bleibe hier in Heide und helfe einfach weiteren Wanderern sozusagen. Zum Beispiel hier bei diesem Boss in der blauen Kathedrale, liebe Freunde. So. Und wie gesagt, für viele ist dieser Boss ein Zeichen oder ein Beweis dafür, Dark Souls 2 ist voll lame, da wird ja immer nur recycelt und so weiter und so fort, das ergibt gar keinen Sinn, miese Fanfiction und so weiter und so fort. Merkt euch diesen Gedanken, liebe Freunde, wir werden nach dem Bosskampf darüber reden. Als allererstes begrüßen wir einen alten Bekannten. Alten Drachentöter. Long time no see, Ornstein. Na, wie geht's dir, alter Junge? Cool? Alles cool, mein Freund? Mal, begrüß uns gleich. Du begrüßt uns gleich mit deinem Markenzeichen-Move. Na, deinem. Mit deinem coolen Move. und der herrenlose Glencour denkt sich, ich hau einfach mal drauf. Ja, und Ornstein, ja, genau. Hau mal. Nein, aus. Können wir den mal staggern? Ja, okay, alles klar. Das sollte mit dem herrenlosen Glencour zusammen kein Problem sein. Außer Ornstein tötet mich. Er hat dieselben Moves drauf wie Ornstein, bloß eben mit dem großen Unterschied, dass er anstatt Blitz jetzt, oh ja, schön. Ich lass mal Glencour machen. Mal gucken, was passiert. Anstatt, dass er jetzt, nein! Nicht auf mich, Ornstein. Hinter dir ist der Gegner. Glencour ist dein Gegner, nicht ich.
Na gut, dann lass halt Glencore die Arbeit machen. Ja, da habe ich auch kein Problem mit. Ah ja, dass er eben genau nämlich nicht mit Blitz erfüllt ist, sondern mit Finsternis. Glencore, machst du das? Bist du mein eiserner Tarkus aus Dark Souls 2? Yo, Glencore. Alles klar, hau nochmal zu. Zack. Danke, Glencore. So, das war Ornstein. Oder der alte Drachentöter. Glencore, mach's gut. Ich habe jetzt Glencore einfach nur mitgenommen. Ich wollte wissen, wie er sich gegen den Boss schlägt, weil den Drachenreiter, zu dem man ihn ja eigentlich rufen sollte, sage ich jetzt einfach mal, den macht er relativ im Alleingang platt. Aber ich glaube auch, dass Glencore, wie gesagt, dann hat er auch mit Ornstein keine Probleme. Ich habe ihn noch nie zu diesem Bosskampf hier gerufen, aber anscheinend ist das wirklich sehr unproblematisch. Das ist so die Eisentagus-Variante hier. Okay, liebe Freunde, das war Ornstein. Er steht in einer, der alte Drachentöter, wir lesen uns gleich seine Seele durch. Er steht in einer ähnlichen Kathedrale, ne? Kathedrale mit Säulen, ne? Am Ende stehen ein paar Statuen. Das Einzige, was hier fehlt, sind die Fahrstühle und natürlich der gute Smaug. Wir haben hier ein ähnliches Kathedralenfenster, so wie in Anor Londo, ne? Wir haben merkwürdige rote Banner, ohne irgendwelche, sag ich mal, Embleme drauf. Ja, vielleicht verblasst, aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist einfach nur der rote Teppich für uns ausgerollt. Ihr seht schon, das ist alles sehr alt, ist alles mit Moos überwuchert. Ne? Der alte Drachentöter ist ja auch sein Name. Er heißt ja nicht Ornstein. Er wird ja hier nicht bei seinem Namen genannt Ornstein. Und wir sehen, er hat auch nicht mehr diese schöne, schimmernde Rüstung, sondern die Rüstung ist ein bisschen ausgegraut. Ja? Ein bisschen vielleicht auch mit Moos überwuchert, mit Dreck und natürlich auch mit Finsternis. Denn wie wir gesehen haben, bei seinem Move nicht mehr Blitze, sondern Finsternis. Also nicht mehr die Macht der Götter, ja, Blitze, Licht, die Macht der Götter, sondern eben Finsternis, Dunkelheit, ja, ein Abgrund und so weiter und so fort. So, wir lesen uns aber natürlich durch, was wir da bekommen haben. Wir haben die alte Drachentöterseele bekommen und den Ring des alten Löwen, liebe Freunde. Die Seele des alten Drachentöters. Der alte Drachentöter ähnelt einem gewissen Ritter, von dem alte Legenden berichten. Ja, viel ist es nicht, was wir über ihn erfahren. Dafür ist sein Ring recht interessant. Ja. Dies ist der geliebte Ring eines Drachentöters. Er stärkt Stoßwaffen, Konterangriffe. Nach den vielen Jahren des Einsatzes ist die Oberfläche des Rings abgewetzt. Doch lässt eine nähere Untersuchung einen eingravierten Löwen erkennen. Natürlich ist das der Leo-Ring, also der Löwenring, der Ring des Löwen. Ja, der Ring, der Ornstein von Lord Gwyn, ja, als einem seiner vier Ritter gegeben wurde, zusammen, also die anderen Ritter sind ja Adlerauge Goth, Königsschwert Ciaran oder Ciaran und natürlich auch Artorias der Abgrundschreiter. Und die haben ja alle die verschiedenen Ringe gehabt. Artorias hatte den Ring des Wolfs, Ornstein, wie gesagt, hier den Ring des Löwen, Ciaran hatte den Hornissenring und Falkenauge Goth hatte den, wie originell, den Falkenring. Und jetzt kommen wir dazu, was viele Leute hier verwundert. Ich stelle mich mal vielleicht in eine andere Szenerie, denn da hinten steht noch jemand, mit dem wir auch noch reden müssen. Vielleicht nicht mehr in diesem Teil, mal gucken. Wir gucken dafür hier in den schönen Sonnenuntergang. Ja, ihr guckt jetzt hier so schön in den schönen Sonnenuntergang. Ornstein, warum ist der hier? Was macht der hier? Warum ist er in Dark Souls 2? Was, laut meiner Theorie, ich weiß nicht, ob es die einheitliche Theorie ist, aber laut meiner Theorie, weit nach den Ereignissen von Dark Souls 1 und Dark Souls 3 spielt. Was macht der hier? Wie kann das sein, dass der hier in diesem Spiel ist? Warum ist er der alte Drachentöter? Warum wird so nur vage angedeutet, dass das Ornstein ist, aber obwohl jeder sieht, dass es Ornstein ist? Wie kann das passieren und was macht der hier in Heides Flammenturm? Nun, wie wir ja schon festgelegt haben, könnte das definitiv Anor Londo gewesen sein, hier dieser Ort. Es könnte aber auch ein Ort sein, der von Anor Londo inspiriert wurde. Also das Königreich Heide hat gesagt, du, ey, die Götter, die wohnten da damals in Anor Londo, können wir nicht auch sowas bauen, hat der König von Heide gesagt oder die Königsfamilie von Heide. So, und liebe Freunde, dass der gute Ornstein hier ist, das kann durchaus passieren. A, die Miyazaki-Ausrede Nummer 1 für alles, was in allen Dark Souls-Spielen nicht hundertprozentig Sinn ergibt, ist die Welt und die Zeit in dem Dark Souls-Universum ist verworren. Ja, also kann ineinander greifen. Vergangenheit und Zukunft kreuzen miteinander, Gegenwart noch mit rein. Zeit und Raum spielt verrückt. Ja, so funktioniert ja auch die Multiplayer-Mechanik hier in diesem Spiel. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Ornstein durchaus hierher gekommen sein kann. Er ist einer der letzten. Er ist ein Halbgott. Ornstein ist ein Halbgott. Wer weiß, die vier Ritter von Gwyn haben einen Teil von Gwyns Macht bekommen.
Ja, also die sind streng genommen Halbgötter. Deshalb konnte der Artorias auch so weit kommen gegen den Abgrund. Er wurde dann zwar vom Abgrund korrumpiert, aber das hatten wir schon lange thematisiert in meinem anderen Playthrough von Dark Souls 1. Der gute Falkenauge Go ist ein ziemliches Badass gewesen. Kiaran war immer noch da in Dark Souls 1. Und natürlich auch Artorias. Und natürlich auch Ornstein in Dark Souls 1. Ornstein wird selbst in Dark Souls 3 erwähnt, denn er hat sich aufgemacht, den Erstgeborenen von Gwyn zu suchen, den wir ja alle jetzt mittlerweile wissen, ist ja der namenlose König. Wir wissen immer noch nicht seinen Namen, aber irgendwas mit Gwyn wird es wahrscheinlich sein. Aber interessant ist, wie gesagt, dass sich darüber niemand beschwert hat, dass Ornstein immer noch in Dark Souls 1 vorhanden ist, dass da keiner gesagt hat, nein, das kann keinen Sinn machen, wir haben ihn ja getötet. Liebe Freunde, das muss nicht zwangsläufig sein, denn wenn ihr euch daran erinnert, in Dark Souls 1 ist in Anor Londo alles eine große Illusion. Und warum sind nicht auch Smoke und Ornstein eine große Illusion? Auf der anderen Seite könnten sie auch echt sein und es ist einfach nur eine andere Zeitlinie hier, liebe Freunde. Und der gute Ornstein, da er ja ein Halbgott ist, ist einfach wiedergekommen von den Toten, weil er ja ein Halbgott ist, weil er ja eben ein mächtiges Wesen ist, keine Ahnung. Und er könnte so lange überdauert haben, denn wie wir wissen übrigens immer noch, er hat immer noch einen Nutzen gehabt, denn in dieser Welt gibt es noch Drachen oder zumindest drachenähnliche Wesen. Und er ist ein alter Drachentöter. Also er hat ja immer noch einen Zweck im Leben gehabt und ist nicht zur Hülle geworden oder hat gesagt, nö, ich gebe auf, ich gehe nach Hause. Tschüss, ich sterbe jetzt einfach. Es ist alles möglich, dass Ornstein hier in diesem Spiel vorkommt. Denn, wie gesagt, in Dark Souls 3, der Zeitlinie von Dark Souls 3, da ist er ja nicht mal mehr in Anor Londo geblieben, sondern ist losgegangen, um den Erstgeborenen von Gwyn zu suchen. Warum ist das hier nicht quasi, lass es doch die Zeitlinie sein, wo der gute Ornstein den Erstgeborenen nicht gefunden hat. Er hat ihn nicht gefunden im Erzdrachengipfel und ist dann einfach weiter durch diese Lande gezogen, während um ihn herum die Welt zusammengebrochen ist, weil das Feuer nicht gebunden wurde oder zumindest es wurde wieder erneut gebunden und die Welt ist wieder aufgeblüht. Und er hat sich gedacht, ey, das sieht aus wie meine alte Heimat, Anor Londo, meine alte Kathedrale. Und dann hat er immer noch seinen Zweck erfüllt, nach all der Zeit, nämlich indem er eine blaue Kathedrale bewacht hat. Eine Kathedrale, in der sich Leute versammeln, wie damals bei Gwyndolin, die Leute jagen, die andere Welten heimsuchen, die andere Spieler heimsuchen und als sich als rote Phantome ausgeben. Die Weltpolizei sozusagen hier. Sowas als Amerika, ja, aus Lordran bzw. dem Dark Souls-Universum. Und er steht einfach hier. Er weiß gar nicht, weil er ja schon so von der Dunkelheit umhüllt ist, weil er ist ja nicht mehr mit Blitzen umhüllt, wie wir gesehen haben, er ist ja nicht mal vom Licht der Götter erfüllt, sondern von Dunkelheit. Er ist schon so weit weg, er ist schon so eine Hülle geworden, dass er gar nicht mehr erkennt, jo, hier hinten ist ja gar nicht mehr die Kammer von der guten Guinevere, sondern hier hinten steht der gute Targray, mit dem werden wir gleich noch reden. Dass er einfach nur gesagt hat, nee, ich muss jeden aufhalten, der versucht, hier durchzukommen. Also, es kann durchaus sein, ich finde es so schlimm, dass Leute, als sie ihn das erste Mal hier gesehen haben, sagen, das ist komplette Fanfiction. Warum haben sie denn bloß scheiß Fanservice? Dark Souls 3 ist fast ein einziger Fanservice und darüber beschwert sich irgendwie niemand. Also von daher, liebe Freunde, ich sag, Ornstein, nettes Gimmick, vor allen Dingen netter, wirklich sinnstiftender Callback dazu, wie diese Welt hier funktioniert. Nämlich, dass diese Welt noch nicht so verfallen ist, dass jemand wie Ornstein denkt, ey, das ist mein altes Zuhause. Und nicht, ey, das ist gar nicht mehr mein altes Zuhause. Ja, wo ich mal hier auf die Prinzessin aufgepasst habe. So, liebe Freunde, jetzt habe ich bestimmt 10 Minuten lang über Ornstein geredet, aber das war mir sehr, sehr wichtig. Und es ist ja, dieser Playthrough ist ja eher Podcast unterbrochen von ein bisschen Gameplay. Ja, liebe Freunde, wir reden viel mit NPCs, zwischendurch wird ein bisschen gekämpft, aber das war's ja auch schon, liebe Freunde. Und zwar ein paar Gameplay-Tipps gibt's ja auch noch zwischendurch. So, bevor wir aber mit dem guten Targray reden, der wie ein Badass auf die Ruinen von Heides Flammenturm blickt, gehen wir hier runter und entfachen ein Leuchtfeuer, liebe Freunde. Leuchtfeuer, Leuchtfeuer, Leuchtfeuer. So, genau. Cooles Leuchtfeuer. Außerdem, coole Statuen. Andere Statuen, als wir draußen stehen haben. Diese Horus-Figuren. Jetzt übrigens, Horus heißt übrigens, ist übrigens der. Ja, ist aber auch was mit Sonne. Horus hat auch was mit Sonne zu tun, liebe Freunde. Deshalb sind diese Statuen, die da das Schwert von Fürst Gwyn schwingen, das kaputte Schwert von Fürst Gwyn, gar nicht mal so unsinnig. Hier aber sehen wir Menschen mit Statuen. Drei Menschen, drei Statuen, die übrigens auf ähnlichen Sockeln stehen, wie damals die Statuen in Anor Londo. Und außerdem heißt dieses Leuchtfeuer, die blaue Kathedrale,
Denn hier ist ja so eine Art Kammer, die der gute Ornstein bewacht hat. Bloß eben keine Kammer, in der eine Prinzessin sind, sondern drei fette Statuen. Die, ich weiß nicht genau, was diese drei Könige repräsentieren sollen. Vielleicht die drei Könige von den DLCs. Ja, da wisst ihr ja, die Lost Crowns, die alten Verbündeten von Fürst Vendrick. Vielleicht die alten Verbündeten von Fürst Vendrick. Ich kann es euch nicht sagen. Meine Vermutung ist, dass die drei alten Könige sind. Der alte Elfenbeinkönig, ja, der Eisenkönig und der König der versunkenen Stadt. Ja, aber das ist blanke Spekulation, liebe Freunde. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt werden wir mit dem guten Tarkray reden. Und Tarkray ist ein cooler Typ. Und Tarkray wird mit uns reden, weil wir ein Zeichen der Treue haben. Ein Abzeichen der Treue, glaube ich, deshalb redet er mit uns. Oder brauchen wir ein anderes Abzeichen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall machen wir erstmal die Truhen hier auf. Denn da sind coole Sachen drin. Nämlich ein Kleriker-Parma und ein Turmschild. Hier war früher das Turmschild drin und der Heide-Ritter-Helm. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den jetzt finden. Kann ich euch gar nicht mehr sagen. Hier in der Skull of the Finn ist das die Edition. Hier sind übrigens nur gebossene blaue Apfel drin. Davon habe ich mittlerweile 180 Milliarden Stück gefühlt. Wir gucken uns aber das Kleriker-Parma an. Das hat nämlich gerade der gute... wo ist es? Da ist es. Das hat der gute Dings benutzt. Der gute Glencourt. Ein von Klerikern auf Pilgerreise verwendetes Parma mit einem recht zerbrechlichen Segen verzaubert, der es ermöglicht, Zauber mittels Parieren abzuwehren. Leider bietet dieser Schild nur äußerst geringe physische Verteidigung, somit ist er eigentlich eher ein Glücksbringer als ein echter Schild. Und genau deshalb hat der gute Glencourt ihn auch nicht benutzt, sondern mit beiden Händen einfach auf den guten Ornstein eingeprügelt mit seinem Zweihänder, ja, wie der Name schon sagt. Außerdem haben wir das Turmschild. Und das Turmschild ist, ich sage mal, das ist ein Fuck-up in der Beschreibung. Denn hier wurden zwei Beschreibungen vertauscht. Denn das, liebe Freunde, dieses Schild hier, erstes Mal ist hier eine Sonne drauf. Ne? Wollte ich nur mal... Wir gucken es uns mal an. Warte, ich gehe mal hier an die... Links. Ja, kann man es hier... Jetzt, Mensch, Dieter! So, hier ist eine Sonne drauf. Das ist das Turmschild. Das, die Beschreibung, da haben sie, glaube ich, die Beschreibung vertauscht mit dem Großschild der Ritter aus dem Drachenschrein. Denn das ist irgendwie das, Great Shield of Glory, heißt es, glaube ich. Und das passt sehr viel eher dazu. Weil hier dieses Großschild tragen die Sian-Ritter. Das ist die Leibgarde von König Vendrick, der sich natürlich wieder mal die Sonne zu eigen gemacht hat. So wie der gute Fürst Gwyn. Ja, so hat er gesagt, die Sonne, das ist was ziemlich Mächtiges. Das wird mein Symbol. Aber hier wird hier in der Beschreibung vom Großschild, das ich übrigens noch nicht tragen kann, weil es, glaube ich, was braucht es für Stärke? Mal ganz kurz, Stärke braucht es 30, wird kein einziges Mal Sian erwähnt, ja, also das ist ein Großschild aus Metall, da er sehr schwer ist, ist zum Führen enorme Stärke möglich, vonnöten, dafür bietet er aber auch exzellente Verteidigung. Wer einen Großschild führen möchte, muss über Starke verfügen, dafür sind sie aber auch sehr stabil. Im Kampf setzt man sie mittels eines Schildschlags statt parierend ein. Ja, es ist ein sehr gutes Deutsch außerdem, was hier wieder angesetzt wurde. Aber gut, das ist in fast allen From Software Spielen so, dass die da mit der Übersetzung immer manchmal so Probleme haben. Und wenn ich jetzt das Großschild der Glorie, das Großschild der, weiß ich nicht, Great Shield of Glory, ich kenne nur den englischen Namen, hier dabei hätte, würde man sehen, dass wirklich dort die Beschreibungen wahrscheinlich ausgetauscht wurden. Interessant ist, dass es in Skull of the First Sin leider immer noch nicht gefixt haben. Sehr, 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 sehr schade. So, aber egal, liebe Freunde, wir wechseln zurück zu unserem coolen Wächterdrachen Parma, was ziemlich badassig aussieht, und reden mit dem Typ, der ebenfalls ziemlich badass geschildert hat, nämlich ein Geistbaumschild, und das ist der gute Tarkray. Tarkray, du bist so ein Badass. Tut mir leid, mein Freund. Du bist ganz schön Badass, mein Freund. Der ist der Anführer der blauen Apostel. Die Leute, die hier die Weltpolizei übernommen haben, hier in der Kathedrale, die nach Anor Londo aussieht, wo früher die Finstermondklingen genau dieselbe Aufgabe erfüllt haben. Und wie ihr wisst, ne, der Mond ist bläulich, das ist die blaue Kathedrale. Ne, you do the math. Transient being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Tarkray, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor.
Ja, wir leisten natürlich den Eid der blauen Wächter. Habt ihr übrigens auf seinen Dialog geachtet? Pflanzt eure Wurzeln hier im Garten der Götter, liebe Freunde. Noch mehr Hinweis, dass das vielleicht Anor-Londo sein könnte? Hm? Stadt der Götter, Garten der Götter. Ist nicht allzu weit, ne? Zu einem Haus gehört oft ein Garten. Ne? Ich sag's nur. Das ist nur, ist wirklich, es ist nicht bewiesen, aber es deuten sehr viele Indizien darauf hin. So, und wir leisten natürlich den Eid der blauen Wächter. Und er hat uns mit uns jetzt geredet, weil wir, wie gesagt, das Zeichen der Treue bei uns führen, was sehr, sehr wichtig ist. You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Genau, jetzt haben wir den Siegel des Wächters erhalten. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. So. Nur mal ganz kurz noch einmal, werft Licht auf Stein, hat er gesagt. Also er will damit quasi sagen, seid sowieso ein Licht im Dunkeln. Aber man kann das auch sehr wortwörtlich nehmen. Denn was hat der gute Fürst Gwyn, Herrscher von Anor-Londo, in der Opening Cinematic, also im Intro von Dark Souls 1 gemacht? Richtig, er hat Licht auf Stein geworfen, auf die Steindrachen. Und wie gesagt, Licht tötet Stein. Ja? Das ist die eine Schwäche, die uralten Drachen hatten, die steinernen Drachen, war Licht. Also, als dann ihre Schuppen abgeschält waren, waren sie dann auch empfänglich für Feuer und Tod. Ne? Ihr kennt den ganzen Zauder, der da abging in Dark Souls 1. Aber interessant ist die Wortwahl hier doch schon vom guten Tarquay. Übrigens habe ich vorhin Mist erzählt, das ist der Eid der blauen Wächter. Die blauen Apostel, das ist die Truppe vom guten Solden, der in Majula da oben ist. Ne? Das sieht man jetzt gerade nicht, das ist genau die Säule davor. Doch, da ist er. Da sieht man sie am Rand, kann man sie ganz leicht erkennen. Vom guten Solden, also quasi wenn man zu den blauen Aposteln gehört, quasi so die Abgesandten der blauen Wächter, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Apostel ist ja wie heißt das Wort? Follower, Untergebener, Angehöriger, Apostel, was auch immer. Keine Ahnung, ich habe jetzt Follower. You know what I mean. Wenn man da quasi ist, dann kommt die Weltpolizei einem zu Hilfe. Quasi, ne? Dann kommen die blauen Wächter. Wenn man dann wiederum ein blauer Wächter ist, dann kommt man diesen blauen Aposteln zu Hilfe. Interessanter Ansatz. Ja? Das ist wie bei, wie gesagt, Blade of the Dark Moon. Läuft ein bisschen anders, aber gut, im Laufe der Zeit können ja Rituale ein bisschen verändert werden, ne? Von den Göttern oder von denen, die Götter immer noch anbeten. So, Tarquay, noch irgendwas? Proud Knight, you may come to me, Tarquay, for help. Ja, vom Tarquay. Lernen wir eine coole Geste. Duellverbeugung. Außerdem können wir bei ihm ziemlich coole Sachen kaufen. Unter anderem eine Hellebarde. Und sehr, sehr cool sind die Weihwasserurnen. Hier, eine mit kristallklarem Wasser gefüllte Urne, das ursprünglich als Linderungstrank gedachte Wasser verbrüht die Haut von Untoten und Hüllen. Ja, Hitze, Feuer. In der alten Hauptstadt Myra führt eine uralte, scharf bewachte Quelle Weihwasser. Doch seit Myra in einen Krieg verwickelt ist, ist der Zugang zu diesem Wasser noch schwerer geworden. Ja, liebe Freunde, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, wäre doch schön, wenn es irgendwie in den DLCs nach Myra gehen würde. Denn da in den Krieg verwickelt sind, wahrscheinlich auch in den Krieg gegen die Riesen, so wie das gute Dranglake hier auch, beziehungsweise wahrscheinlich ist Myra, die Hauptstadt von Dranglake oder von einem anderen Königreich. Wir wissen, das Königreich Myra kann es ja auch sein, die Hauptstadt von Myra. Aber es ist auch interessant, es ist auch die alte Hauptstadt. So als ob quasi Myra vor Dranglake existiert hat oder schon lange im Umkreis von Dranglake existiert hat. Aber als dann Ventric kam, hat er gesagt, nee, da wo meine Burg steht, da hinten irgendwo, man sieht es jetzt glaube ich gar nicht, da hinten irgendwo, da ist jetzt die Hauptstadt und nicht mehr in der alten Hauptstadt Myra. So wie bei uns hier in Deutschland, ne, Berlin und Bonn. Mal getauscht haben. So, bla bla bla. Hier ist es nicht, genau. Lindelt, genau, Ritualen gesegnet, die man im Kloster von Lindelt durchführt. Okay, hier ist nichts. Die Kraft eines Originals mag ihm zwar fehlen, doch ein bitterer Not kann auch eine Nachbildung helfen. Genau, Klosteramulett. Ich weiß gar nicht, was das genau, welches Item das genau repräsentieren sollte. Außerdem gibt es hier noch hier die Wucht, ne?
Und die Macht der den himmlischen Donner. Das sind aber, genau, das ist interessant. Stößt eine zufällige Richtung Blitze aus. Gelehrte streiten darüber, ob dies der echte Blitzspeer oder ein Imitat ist. Blitzspeer, na, wer hat's geschleudert? Richtig, der gute Gwyn, beziehungsweise seine Anhänger, ne? Der hat eigentlich das Sonnenlichtspeer geworfen. Entschuldigt bitte, das Blitzschwer haben sie ja seine Anhänger geworfen. Außerdem verkauft er Blitzstein unendlich. Das ist ganz cool. Wie gesagt, das werden wir uns alles im nächsten Teil noch durchlesen und euch ein bisschen damit beschäftigen. Wir werden auch weiter mit dem guten Tarquay noch hier reden, denn er hat noch ein paar Dinge zu erzählen. Aber das alles im nächsten Teil, liebe Freunde, denn der Teil ist schon wieder sehr, sehr lang. Und ich denke mal, wir werden im nächsten Teil noch mit dem guten Tarquay reden, dann geht's nach Majula zurück. Und dann wahrscheinlich schon ins nächste Gebiet, liebe Freunde. Bis dahin bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Tarquay, wir beide gucken hier noch schön badassig einfach in die Gegend. Und liebe Freunde, bis dahin, macht's gut. Habt noch viel Spaß im Internet. Liked, subscribed und kommentiert hier bei mir auf dem Kanal. Würde ich mich über alles Dreis sehr freuen. In dem Sinne sage ich für heute erstmal auf Wiedersehen. Tschüss.